Hallo Leute, es geht weiter mit Among the Sleep. Es ist schon wieder ein Weilchen her und wir müssen unbedingt weiterkommen. Es sieht gerade ein bisschen ruckelig alles aus mit meiner Kamera. Ich hoffe, das sieht hinterher nicht so schlimm aus, wie ich aussehe. Und ja, mein Hintergrund ist ein wenig verändert, weil mir ist die Gardinenstange heute runtergeknallt und die kann ich auch nicht mehr wieder ranbringen. Die ist komplett aus der Wand raus und dementsprechend ist jetzt hier kein weißer Vorhang mehr. Vor war das immer halt ganz weiß und schlicht, so wie es sein soll. Jetzt müssen wir damit leben, dass das Licht vom Fenster vielleicht eventuell auch immer mal reinscheint. Ich würde sagen, wir schreiten mal fort und ich wette, hier kommt bestimmt noch die Olle. Ich mache auch mal den Teddy an. Man weiß ja nie. Vielleicht kann man ja auch hier rauf. Ich glaube, die kommt jetzt hier auch immer. Ich glaube, wir müssen hier ganz doll aufpassen. Da ist sie, da ist sie. Das war's. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich wusste das vom letzten Mal, dass sie hier. Ja. Komm, continue dich mal weiter. Ja, mach. Wie geht denn das jetzt? Ah, okay. Unsere komische Taste muss ich wieder drücken. Ach ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie rennt man denn nochmal? So. Wo ist sie denn? Die Olle. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Beeile mich, hier entlang zu ruckeln. Aber irgendwo ist die doch bestimmt. Hier geht's lang. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter, 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 weiter. Renn, Baby, renn. Ich glaube, mit dem Rennen kommen wir hier ganz gut durch. Aber wo lang? Baby, jetzt kommt sie bestimmt gleich wieder. Da ist sie irgendwo. Wo ist sie? Oh, die kriegt uns ja immer. Egal, was man macht, jetzt kriegt die uns immer. Das finde ich jetzt aber doof. Das Problem ist, dass ich halt gar nicht weiß, wo lang. Ich denke, das war schon gar nicht schlecht hier lang. Wir dürfen halt nur nicht stehen bleiben eigentlich. Wozu eine Runde machen, wenn ich hier direkt lang kann, ne? Lauf, 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 Baby. Oh, das arme Kind. Oh, jetzt ist sie doch hier aber wieder irgendwo. Und wo soll ich jetzt lang? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich mach's mal ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller. Oh, ich hab Angst. Wo lang? Da hinten rüber. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ich habe ein bisschen Schiss. Ich weiß gar nicht, was die von uns wollen. Was ich hier soll. Und das Ding verfolgt uns irgendwie voll. Ja, Bombe. Da sieht's doch gut aus. Und wenn wir da oben lang gehen?
Hier, komm, stemm dich mal hoch. Baby? Oh, gleich sind wir tot. Gleich sind wir tot, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Hallo? Gleich ist sie hinter uns, ich höre sie schon. Die kommt hier 100 pro jetzt her. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Es wurde auf jeden Fall hier gespeichert. Kann ich das Ding irgendwie schieben? Ziehen? Mist. Mist. Wie komme ich denn dann da hoch? Hier hat das ja auch gespeichert. Und ihr speichert das schon wieder. Hä, wie habe ich das denn nochmal gemacht mit dem sich klein machen? Warte mal. Option. Ich bin zu blöd gerade. Steuerung. Kriechen und stehen. Ja, aber ich mache das ja hier immer mit dem. Es geht das wieder nicht, dass ich das weiß, weil ich das ja immer mit dem Gamepad mache. Baby, geh da hoch. Ich möchte da hoch. Das speichert da ja auch immer. Ich glaube, da sollen wir hin, oder? Oder kommen wir von hier? Oh, was ist, wenn wir von hier kommen? Scheiße. Dann kommen wir von. Ich glaube, wir kommen von hier. Ja, ich glaube, wir kommen von hier. Ich blödi. Vielleicht müssen wir ja da auf die andere Seite. Menno! Man sieht sie ja auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht muss man ja auch hier auf irgend so ein Sesselding sich stellen. Boah, ruckelt das, ey. Warum ruckelt das so? Voll schlimm. Schenkt mir mal jemand einen neuen Rechner. Oh, immer wenn das Geräusch kommt, ist die doch hier irgendwo. Die ist doch hier 100 Pro wieder irgendwo jetzt. Aber ich will ja nicht da wieder rüber. Das bringt's doch nicht. Guck mal, hier waren wir doch noch nicht. Geh mal hier hoch. Du Kind. Oh, jetzt kannst du da nicht hin. Warum denn nicht? So, wenn ich hier bin, passiert nichts. Sobald ich mich irgendwie wegdrehe, ist sie da, ne? Hier, wir gehen hier rein. Hier, das ist doch super. Ab in, genau. Oh, hier kann ich was verschieben. Scheiße. Du blöde Geisteroma. Scheiße. Dabei habe ich den Weg gerade gefunden gehabt. War so klar. Blöde Geisteromi. Sie ist aber auch überall, ne? Weil man hört ja immer dieses hohe Geräusch und da, wo das ist, ist sie auch.
Ja, Omi, hab's kapiert, du bist hier irgendwo neben mir quasi. Als ob sie quasi immer hinter uns ist und uns verfolgt. Nur das Problem ist, ich muss ja da hinten das Ding verschieben. Ja, jetzt ist sie direkt hier oder was? Wo ist denn das, wo ich noch mal hin will? Hör auf, mich zu verfolgen. Hör auf, mich zu verfolgen. Oh, sie ist direkt hinter uns. Egal, was wir machen. Können wir nicht die Tür zumachen? Ey, wir können die Tür zumachen. Mach mal die Tür zu hier. Schnell, beeil dich. Mach das Ding an die Seite. Schieb den Stuhl an die Seite und geh da endlich durch. Oh, jetzt geh runter. Scheiße, jetzt kommt das Ding hinter uns. Das Ding kommt hinter uns. Klapp das doch mal runter. Und jetzt geh da durch. Geh da durch. Geh da durch. Mann, wie geht denn das? Warum? Teddy. Ey, ich will das jetzt hier schaffen. Ich bin kurz davor und das geht nicht. Egal, was ich gerade drücke, das Kind geht nicht runter. Fick dich doch, du Baby, du Scheiß. Kack. Moment mal. So. Ich habe jetzt wieder rausgekriegt, wie man das Kriechen macht. Ich Blödi. Man muss den Stick drücken. Wir haben es geschafft. Das ist so toll. Wir haben es geschafft. Ah, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. War's das? Oh, es läuft Gott sei Dank gerade wieder flüssiger. Okay, wir haben das Buch genommen. Und weiter geht's. Ah ja, jetzt läuft es auch viel besser gerade. Weiß nicht warum. Juhu. Ab in die Röhre. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Das war jetzt echt nicht so einfach. Mit der Geisterfrau Dingens. Mein Gesicht bleibt immer stehen bei solchen Ladesequenzen. I'm so glad we made it back. Ja, ich auch. I feared something would happen to us. Ja. Teddy, da hast du recht. I've never seen anything like it. A child shouldn't have to go through this. Ich weiß auch nicht, was das war. So nice when we're through with all this. Und jetzt steht sie da gleich im Play Haus. together all the time. Teddy, freu dich nicht zu früh. So. Die Steuerung ist echt immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man so ein paar Tage das nicht mehr gespielt hat. So, wir machen die Klappe wieder zu. Wir haben wieder so ein Erinnerungsstück. Was ich eigentlich ganz cool finde hier mit den Erinnerungen und diesen ganzen Objekten und so. So, ich drehe meinen rechten Analogstick. Okay. Warum höre ich das Geräusch hier von der Geisterfrau? Die arme Mama, das arme Kind. Ich nehme dich gerne auf den Arm, gruseliger Teddy.
Should we see where it takes us next? I'm ready when you are. Ich bin immer bereit. Kommt, Teddy. Wir gehen in die nächste, letzte vielleicht Röhre. Ich weiß nicht, wie viele Röhren noch kommen. Aber es wird bestimmt nicht einfacher. Hui! Runter geht's. Oh, hoffentlich wird das nicht zu schlimm hier. Oh, eine Lampe. Mit der kann ich sogar was machen. Was denn? Ach nee, ich kann die Schubladen aufmachen. Okay. Gucken wir uns erstmal um. Ich glaube, ich soll eh weitergehen. Uff. Mit so Teppichen hier und was weiß ich nicht was. Ich gehe mal runter hier. Was ist das? Ein Schachspiel? Hier ist eine Tür. Ich gehe da durch. Mal gucken, was da kommt. Hier kannst du rauf. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Es ist aber auch bescheuert hier, dass sich das so langsam dreht. Aber wie gesagt, nur mit dem Gamepad, mit der Maus ist das nicht so. Ganz komisch. Hallo, gehst du hier mal rauf? Hä? Bibi? Keine Ahnung, er will da nicht rauf. Hä? Doch jetzt. Gerade eben nicht. Hier haben wir Kisten. Geht's da oben irgendwo hin? Nee. Vielleicht brauche ich die aber, um mir was zu bauen. Um da oben rauf zu kommen vielleicht. Nee. Was sind das für Geräusche? Als ob da irgendwas die ganze Zeit kommt. Es vibriert auch immer mehr. Oh, oh, da läuft doch irgendwas draußen rum, ganz ehrlich. Oh, ich will gar nicht wissen, was. Oh Gott, was kommt denn hier? Hilfe! Da ist doch irgendwas hinter. Was ist da? Hallo? Irgendwas Schreckliches ist hier. Ich weiß nicht, was hier ist, aber ich habe Angst. Dieses Ding hier. Komm, mach mal diesen Riegel raus. Was? Aha, und dann kann ich hier raufgehen. Passiert mir dann nichts? Okay. Jetzt bin ich hier drauf. Was mache ich jetzt? Baby, geh da schnell rauf. Hier bricht alles zusammen. Keine Ahnung, was hier los ist, aber alles voll unheimlich und hier eine Riesenuhr und was weiß ich nicht was. Geh da mal rauf. Mensch, muss das Kind hier viel klettern. Das arme Kind.
Hier kann man durch. Was ist da drinne? Eine kleine Spieluhrkiste. Was mache ich mit der? Oh, Bad Lullaby. Oder wie man es auch am besten, Lullaby, Lullaby. So kinderliedmäßig. Die habe ich jetzt eingesammelt und... Nu? Da ist eine Tür, wo ich nicht zu kann. Hier liegen Stiefel. Wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, was passiert dann? Dann sterbe ich oder was? Ja, selbst wenn, dann mach ich das nochmal. Ich sehe kaum was. Was ist das hier in der Ecke? Nix. Was leuchtet denn da hinten jetzt noch? Weiß ich nicht, aber da kommen wir doch her, da sollen wir doch nicht wieder hin, oder? Können wir hier irgendwas machen? Hallo? Armes Kind. Ich will jetzt wissen, was hier los ist und was mit dem Kind hier immer passiert. Da ist so ein Gemälde. Das verändert sich. Und eine Tür. Oh, hier geht's runter. Dann gehen wir da mal hin, oder? Ja, okay. Hat das Kind sich jetzt wehgetan? Bin ich zu schnell runtergestolpert? Juh, was ist das denn? So ein Wäscheberg oder so. Hallo? Hier sind wieder voll die Klamotten. Geht's jetzt hier wieder durch den Kleiderschrank zurück zu Mami? Oh, hier ist es voll geistermäßig. Ich will hier weg. Ich weiß gar nicht, wo ich herkomme. Und gehe ich jetzt wieder zurück? Hier bin ich doch auch wieder woanders, oder? Kann ich hier drunter durchkrabbeln? Oh, tatsächlich. Nee, hier waren wir doch noch nicht. Huch. Stell dich mal wieder hin, Baby. Wir lassen uns mal einfach fallen. Hups. Keine Ahnung, wo wir sind, aber es speichert. Wenn du ein Objekt hältst, kannst du es mit Left Bumper werfen. Ja, und was soll ich jetzt hier werfen? Den Ball vielleicht? Und wohin? Hier so, damit wir raus können? Oder irgendwo oben rauf? Ja, super. Wo soll der denn hin? Kopiere ich jetzt nicht. Das bringt's ja, was ich hier mache. Aber da oben kommen wir doch her. Da wollen wir doch nicht hin. Wenn wir hier aufmachen, vielleicht ist da ja was drinne. Was wir eher brauchen. Deswegen sind hier auch so viele Bälle. Und eine Asskarte. Eine Pik-Asskarte. Keine Ahnung, was wir jetzt hier sollen. Wir sollen irgendwas werfen. Vielleicht hier oben kann man rauf und dann... Vielleicht irgendwie das Holz einditschen? Oder hier so rein? Sollen wir das hier raufwerfen? Auf diese Zielscheibe? Ich reiß noch nicht so ganz. Auch das Werfen an sich finde ich auch irgendwie noch ganz schön schwierig. Ja, und jetzt?
Hallo? Das ist doch kein Werfen, das ist Loslassen, was ich hier mache. Voll blöd. Aha, so kann ich den in der Hand drehen. Jetzt habe ich den irgendwie gekickt, ne? Ich glaube, jetzt habe ich den gerade mit dem Fuß weggekriegt. Wie werfe ich den? Das ist blöd. Das Problem ist, dass ich einfach gar nicht weiß, wohin ich den werfen soll. Jetzt hänge ich hier ewig mit so einem blöden Ball. Oh, jetzt habe ich ihn geworfen. Okay. Ja, aber wohin denn? Vielleicht sollte ich mal. Ich nehme mal den Fußball, werf den auf die Holzdinger und wenn das nicht klappt, nehme ich nochmal was Kleines und pack das auf die Zielscheibe oder so. Bleib mal hier, du Ball. Jetzt habe ich den Dreh so ein bisschen wenigstens raus. Ja, aber es bringt's ja auch nicht, oder? Das ist doch komisch. Das macht doch gar keinen Sinn. So einen kleinen Ball. Habe ich den jetzt in der Hand oder nicht? Nee. Jetzt hat er den Ball wieder losgelassen, du. Mein Ball. Komm her, du Ball. Nimm den Ball. Nimm jetzt den scheiß Ball. Hey, das war doch gar nicht schlecht. Komm, nochmal. Was mache ich hier eigentlich? So. Ich fand das gut. Ja, hier tut sich nämlich auch, wenn wir da jetzt irgendwie was machen. Aber das ist ja auch irgendwie die Form eines Halbmondes. Vielleicht müssen wir da ja irgendwas anderes mitmachen. Was wollt ihr hier von mir? Wollt ihr, dass ich diesen Ball irgendwo hinwerfe? Soll der zu diesem Halbmond oder soll der ganz woanders hin? Hä? Oh Leute, wartet mal kurz. Ich schau mal jetzt nach, was ich hier machen soll. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt weiß ich auch, was ich zu tun habe. Und zwar haben wir hier oben, da drinnen in dieser Glasflasche, den Mond, den wir brauchen als, ja, als, ja, ihr wisst schon, halt als Dingens zum Einsetzen. Da ist ja so eine Mondform. Und wenn das hier nicht alles so ruckelig blöde laufen würde, dann könnte ich hier den blöden Ball auch schießen. Wahrscheinlich ist der viel zu groß. Aber wir probieren es mal. Vielleicht ist es sogar besser, wenn er groß ist. Ah, das war total gut geschossen, Alexis. Ey, super. Hier war doch dieser andere Ball. Ist das nicht der hier hinter der Klappe? Der ist auch vielleicht ein bisschen einfacher. Ich finde das Schießen ein bisschen schwierig. Also komm mal her, du. Mach mal hier zu und dann nimmst du den Ball. Nimm den Ball. Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann nimm den großen. Ist mir doch egal. Ein Baby kann einen großen Ball sowieso wahrscheinlich viel besser. Naja, oder auch eher nicht. Ey, ich hab doch gar nicht losgelassen. Nimm jetzt den Ball. Nach oben hin zielen. Ey, das klappt doch nie. Bin zu blöd zum Werfen. Genau, der ist viel besser. Der ist klein. Nee, so lasse ich den immer nur los. Ne? Ich werf den gar nicht. Ich denke immer, der wirft den. Das funktioniert so gar nicht. Da muss es noch eine bessere Taktik irgendwie für geben. Ich weiß nur noch nicht wie. So. Ich meine, ich kann ihn festhalten und ich kann zielen. Aber ich kann nicht werfen. Nee, so bewege ich mich ja selber. Das ist auch doof. Nein! Okay, es dauert nur ein paar Stunden, bis ich hier werfen gelernt habe und dann haben wir es vielleicht. Ja. Was jetzt?
funktioniert nicht. Du lässt ihn doch eh jetzt wieder los. Okay, ein paar Mal versuche ich es noch, dann werde ich einen Cut machen müssen. Lalala. Hoch mit dem Ball. Man zielt er den jetzt schon mal nach oben. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ja, oh, ich habe ihn richtig geschmissen. Hey, warte, das kriegen wir hin. Moment. Nimm ihn nochmal und dann haben wir es. Ja, ja, der ist ja wohl nah genug jetzt. Nimm den. Blöden Ball. So, nach oben. So. Ja, komm. Nee, gerade eben hat er den richtig geschmissen. Vielleicht muss ich den irgendwie länger halten oder so. Oh, ich hasse sowas, ne? So eine blöden Steuerungsprobleme hier. Komm schon. Ja! Ja, ich hab's geschafft! Hey! Sie ist da, glaube ich, lang gegangen, die Geisterfrau. Komm, wir nehmen das Teil schnell und hauen ab. Nimm den Mond! Oh Gott, die läuft hier doch wieder rum, die alte, blöde. Das ist ja doof. Yay, und jetzt ist sie bestimmt da, aber auf der anderen Seite. So, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Among the Sleep. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.